Hi there. So, guten Morgen aus Neuseeland. Wir sind gerade in Rotorua in den Bus gestiegen und fahren jetzt zum Flughafen nach Auckland. Erstmal ein Zwischenstopp in Hamilton. Ja. Und ja, dann kommen wir, glaube ich, um 2 oder so in Auckland an. 3, glaube ich. Mhm, genau. Und heute Abend um 9 geht unser Flieger nach Deutschland. Crazy. Zur Frankfurter Buchmesse. Ja. Wir machen einen kleinen Abstecher für 6 Tage in Deutschland. Ja. Andere würden sagen, wir sind verrückt. Ja. Oder so. Sind wir vielleicht aber auch. Ja. Naja. Genau. Vor allem, wir sind fast 48 Stunden insgesamt unterwegs. Seit 45. Das haben wir gerade ausgerechnet. Genau. Aber irgendwie werden wir es überleben. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Genau. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Richtig das Déjà-vu, weil wir am gleichen Tisch sitzen. Laura hat gerade noch was zu essen geguckt und ich habe sogar das gleiche an. Das ist auch irgendwie funny. Das war eigentlich jetzt nicht so geplant. Also ich wusste gestern irgendwie, dass ich das auf der Reise nach Neuseeland auch anhatte, aber ja, ganz schön lustig. Und wir müssen jetzt noch voll lange warten. Wir haben gerade mal 15 Uhr, glaube ich, und müssen noch bis 21 Uhr warten. Ja, wir hoffen, dass Check-in schnell offen ist. Also bei einigen ist das schon so 4 Stunden vorher geöffnet, von daher ist das ja vielleicht bei uns auch so. Und genau, jetzt warten wir hier und essen wahrscheinlich einfach, wie immer. So, die 17 Stunden sind fast um. Ignoriert mein Aussehen. 17 Stunden Flug halt, aber es ist jetzt fast rum, richtig krass irgendwie. Und wir landen jetzt und ja, es ging aber eigentlich richtig schnell um. Also Laura und ich haben halt auch beide so 7 Stunden oder so geschlafen. Aber trotzdem, die anderen 10 Stunden kamen mir vielleicht vor wie 5 oder so. Ging voll klar und ja, richtig gemütlich. Und wir hatten auch super viel Platz, da hatten wir echt Glück. Also deswegen kam es uns, glaube ich, auch so schön alles vor, weil wir halt beide eine ganze Reihe für uns hatten. Also ja, das war halt ganz cool. Wir konnten uns dann noch so hinsetzen, dass jeder seine Reihe hat. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, nehme euch gleich ein bisschen mit durch Dubai. Wir haben 9 Stunden Aufenthalt da. Und ich bin sehr gespannt auf Dubai. Wir freuen uns beide total. Und ja, jetzt geht es gleich los. So, nochmal hallo aus Deutschland und ich bin gerade auf der Frankfurter Buchmesse angekommen. Ich freue mich gerade richtig doll einfach und bin richtig nervös. Und ja, ich versuche jetzt Michelle zu finden, wünsche mir Glück. Aber heute sollte ja noch nicht so viel los sein. Heute ist Donnerstag, erster Messetag von 4 und ich freue mich mega. Und ja, irgendwie ist es komisch jetzt wieder zu vloggen und zu wissen, dass alle mich verstehen. In Neuseeland war es immer anders. Aber ich werde einfach gespannt auf den Tag, nehme euch natürlich mit. Und habe hier jetzt auch schon meinen Presseausweis. Leider gibt es diesmal keine roten Bänder, aber naja. Und jetzt werde ich erstmal mein Zeugs abgeben, bevor ich wirklich richtig starten kann. Mein Name ist Michelle Schrenk und ich bin mit meinem Buch Irgendwo hinter den Wolken für den diesjährigen Kindle Storyteller Award nominiert. In meinen Geschichten verarbeite ich eben viel von dem, was ich selber erlebt habe und was mir vielleicht auch Angst gemacht hat. Und ich hoffe damit aber, den Lesern was Positives wiederzugeben, was sie für ihr eigenes Leben mitnehmen können, sich vielleicht auch wiedererkennen und daraus auch Kraft schöpfen für
die Situation, in denen sie sich gerade befinden. Und deswegen ist für mich Schreiben wie die Luft zum Atmen. Seit es den Storyteller Award gibt, habe ich jedes Jahr eigentlich ein Buch eingereicht. Und dass es jetzt mit dieser Geschichte geklappt hat, das ist einfach eine unheimliche Ehre für mich. Und deswegen kann ich nur jedem den Tipp geben, der diesen Traum hat, auch ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, ihr Buch oder ihr Skript beim Kindes-Storyteller Award einzureichen. So, liebe Leute, Frankfurter Buchmesse Tag 2 startet. Heute ist Freitag und ja, ich laufe jetzt zu Michelle und zur Signierstunde und begleite das so ein bisschen. Und ja, ich bin einfach so glücklich, wieder hier sein zu können. Habe gerade schon zwei liebe Mädels getroffen und genieße den Tag hier auf jeden Fall. Und wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß, mich hierbei zu begleiten oder uns. Und ich bin gespannt, wen ich alles so treffe. Auf jeden Fall kommen Sina und Melli heute an und ich freue mich so sehr, oh mein Gott, die beiden wiederzusehen. Ich glaube, ich werde ein bisschen ausrasten. Am liebsten würde ich das filmen, aber das kriege ich wahrscheinlich in dem Moment nicht mehr so auf die Reihe. Mal sehen. Aber ja, genau, schaut einfach zu. Leute, schaut euch das Baby an! Oh, jetzt ist es falsch rum. Genau, Lucia. Oh, das ist das erste Mal, dass ich es in den Händen halte. Love it. Ich bin jetzt hier gerade mit Vanni und Lauri. Und ja. Sie ist das schönste Covermodel. Oh, ja. Und ich habe sie danach noch getroffen am Bahnhof. Genau, das war so ein Zufall. Plötzlich standst du da. Mega. Ich bin hier gerade mit ganz lieben Menschen und hier ist auch Anne. Anne Schoffmann. Ich habe wohl noch da gesucht. Ja, wir genießen. Sieht so schön aus. Sieht so professionell aus. Die Fotografin, die konnte es halt. Das Model konnte es halt. Oh, das war süß. Voll schön. Leute, ich habe gerade einen Menschen getroffen, den ich so lange nicht gesehen habe. Ich bin so glücklich. Wir haben uns so lange nicht gesehen, wir haben schon so Heimweh und wir haben uns so vermisst. Wir sind gerade so ausgerastet, als wir uns gesehen haben. Ja. Wir gehen jetzt zum Carlse Verlag und machen Bilder. Ja. Ich habe mich dazu entschieden zu vloggen, weil meine Süßeste hier ist. Oh, endlich habe ich sie wieder. Eskalation. Mein verrücktes Huhn habe ich wieder. Yes. So ein bisschen frisch. Meine verrückten Hühner, weil Toni ist ja auch so. Ja, aber die Samarin. Und Emilia ist auch hier. So, ich habe jetzt gerade richtig liebe Leute getroffen. Hallo. Und ja, noch Toni und Carrie. Sina und Melli, ich habe mich so gefreut, einfach noch ganz, ganz viele mehr und ja, jetzt werde ich wieder zu Als ob du mich liebst gehen, nachher treffe ich mich dann noch mit ganz lieben Leuten und ich bin sehr gespannt. Schön, gerne. So, was sagst du, Michelle? Super cool. Alle, die noch Goodies wollen, um 15 Uhr bin ich dann noch Halle 3A5 und jetzt sind wir bei KDP am Stand. Bist du glücklich? Ja, sehr. So, ihr Lieben, Jacken sind wieder da. Das heißt, der erste, das sage ich gerade, weil Laura gerade gedreht hat, der zweite Messetag ist rum. Jetzt gehen wir noch zum Carlsen-Dinner. Wir freuen uns sehr. Es wird bestimmt richtig cool, bestimmt coole Leute da und freuen uns auf den schönen Abend. Genau, dann nehme ich euch auch noch ein bisschen mit
und ich hoffe, dass mein Akku durchhält. Genau. Guten Morgen zum Messetag Nummer 3. Heute ist Samstag, das heißt, es ist sehr voll. Ich boxe mich jetzt mal durch die Menge zu meinem ersten Termin und habe mir gerade schon mein Frühstück geholt. Und ja, jetzt geht's los. Ich bin wirklich total gespannt auf den Tag, weil ich mich so freue, euch alle zu sehen. Ich freue mich wirklich so, so sehr. Es wird so cool und freue mich auf alles, was heute einfach so kommt. Es kommt bestimmt ganz viel Spannendes auf uns zu, auf uns alle. Und ich glaube, es wird ein ganz, ganz toller Messe-Samstag. Okay, Leute, es ist so voll wie, glaube ich, noch nie. Also, es ist so krass. Ich bin gerade richtig froh, dass ich zufällig genau den Eingang ausgewählt habe, der perfekt am Stand meines ersten Termins liegt, weil ich mich hier frage, wie ich mich hier durchboxen soll. Es ist ja grauenvoll, also wie voll es einfach ist. Es ist mir auch immer ein bisschen zu voll und ich halte mich immer sehr gerne draußen auf am Samstag. Wir gehen jetzt zu ein paar Freundinnen. Wir haben uns gerade ein bisschen ausgeruht, ne Laura? Ja, musste es ist sein. Sehr voll. Aber Ansturm. Ja, genau. Aber wir freuen uns auf jeden Fall und wir gehen vielleicht gleich noch zur Lesung von Tammy, wenn wir da überhaupt hinkommen, rechtzeitig. Weil es ja so voll ist in den Hallen. Alle wollen sie Deluxe-Bücher haben. Na Carrie, was sagst du dazu? Das ist der Blick. Danke, es ist zu viel. Die signierte Ausgabe von Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Ich weiß nicht, ob sie erfolgreich ist. Ich eigentlich auch, aber keine Chance. Es ist so voll. Oh mein Gott. So, wir gehen jetzt zum Wuchsheim und treffen und ich habe Frankie hier. Oh, sie endet wieder. Ja. Und wir freuen uns jetzt auf euch alle. Einfach ansprechen. Ja, genau. Ihr habt uns dann schon angesprochen, weil es dann jetzt schon vorbei ist. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr. Und ich sehe auch gleich noch meine Mama, meine Cousine. Und es wird voll emotional, glaube ich. So, Messetag Nummer 4, der letzte. Aber ich bin hier mit meinen süßen Babys. Und wir gehen jetzt zu Tammy. Wir denken nicht, dass wir da irgendwie Erfolg haben werden, weil es einfach so voll sein wird. Es hat schon angefangen, die Signierstunde. Aber naja. Es war noch schön frühstücken, ne? Ja, und es war so lecker, das habt ihr ja gesehen. So geil. Wir haben ein Fotoshooting gemacht. Ja. Das hier hat was umgeworfen. Ja, so richtig beim Nachbarstisch das Glas. Die letzten Momente auf der FBM 2019 genießen. Es ist einfach schon wieder fast vorbei. Wir haben jetzt 16:45 am Sonntag und ich gehe jetzt noch mit Freunden ins Café.